Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Mein Name ist Glaboja Wolla und wir machen heute mal so ein paar Nebenquests, würde ich mal sagen. Wir haben ja letztes Mal hier auch mal endlich ein Gebiet eingenommen. Das gehört ja jetzt endlich mal uns. Ich werde mal Pfad des Jägers Aufgabe. Und da oben gibt es auch noch was Blaues. Warum bist du Julia? Okay, da reisen wir jetzt mal hin. Und dann gibt es hier noch irgendwas anderes. Das werden wir auch mal machen. Ja, ich soll auch mal die Affen-Symbol-Quests und sowas machen. Werden wir auch jetzt alles mal machen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich werde mich da jetzt mal ein bisschen drum kümmern. Wir machen aber jetzt erstmal hier die blaue Quest. Mal gucken, was hier so ist. Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr. Kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Am Biharok? Okay, da schauen wir uns das doch mal an. Ist das das aktuelle Ziel? Ja, gehe ich mal von aus. Gehen wir da mal hin, Leute. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Oh, jetzt sollen wir sterben. Oh, doch nicht. Yeah, ich liebe das Schwimmen hier in dem Spiel. Jetzt? Ja, dafür brauchen wir doch nicht das Auto nehmen. Die sollen irgendwo hier sein. Ist hier noch irgendwo einer? So, jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Tussi will. Bist du verletzt? Mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen, aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Macht 5 Euro. Ja. Okay, Erfolg, warum bist du... Ey, diese Stimme zur Zeit. Mann! So, wir haben ja jetzt hier so viele Tiere getötet. Kann man mit denen vielleicht... Plündern nicht möglich. Beuterucksack ist voll. Ah, das kann doch jetzt nicht sein hier. Herstellung. Ah.
Kriegen wir denn jetzt hier Beuterucksack ablegen? Ablegen. Ablegen. Na? Hallo? Ja, Leute, da bin ich wieder zurück. Da ist das Spiel abgestürzt. Ja, klasse, Ingo. Kann ich nur dazu sagen. Ja gut, dann gehen wir jetzt halt hier gerade verkaufen. Wahrscheinlich sind jetzt die ganzen Viecher weg. Ich wollte die eigentlich alle looten. Ja gut. Schnellverkauf. Okay. Gut. Gut, jetzt haben wir hier noch den nächsten. Die nächste Nebenquest. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Anfänger. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Oh, hätte ich da zielen müssen? Oder nur den Balken? Scheiße. Loser! Ich bin gerade ein Klugscheißer hier. Ich schaffe es selber nicht. Muss ja mal gucken. Ah, gut, zielen können wir auch. Oh, wieder nur 5. Fünfundzwanzig. Arschgesicht. Junge, Junge, Junge. Aber erst 2 habe ich geworfen. Ja, 100. Ja, nicht übel, Junge. Ich zieh dir die Hosen aus. 10. Ah, das schauen wir doch nochmal, Leute. Ja. Ach, scheiße. Kann doch nicht sein. Boah, jetzt, pass auf, jetzt haut er noch richtig einen rein. Mit Sicherheit. Na, 5. Haha, hab ich schon gewonnen. Er hat doch schon 5 geworfen, oder nicht? Ja, letzter Wurf. Ja, 50. Strike. 160 zu 90. Du hast gewonnen. Fortfahren. Ja. I'm your loser. Nö. Reicht. Danke. Loser. 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 Oh, ich bin ja ein mieses Arsch. So. Was haben wir noch hier? Wildjagd. Jawohl, das machen wir mal als nächstes. Hier mal ein paar Nebenaufgaben auch noch machen. Gehen wir hier rein. Hallo? Achtung! Bären haben eine Farm zerfleischt. Erledige sie mit den am Zuort gestellten Schrotflinte. Okay. Hier soll irgendwo eine Schrotflinte stehen. Okay, an dem Ort sollen wohl Schrotflinten sein. Okay, dann reisen wir dahin. Oder besser gesagt, wir laufen dahin. Hier kommen wir runter. Jawohl. Ja, perfekt.
Ja, yeah, mit der Strömung, da geht das doch alles viel schicker, viel schneller, viel schicker. Ja, 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 ich hab's ja heute hier. So. Dahin. Dann sind wir ja gleich schon da. So, und da soll irgendwo eine Schrotflinte sein und dann werden wir hier aufräumen. Jawohl. Aufräumen, weil Papi das so möchte. Gut, voll sind wir. So, ab geht's. Wie weit ist es? 85 Meter. Das ist ja ein feuchter Käse. Na, hier mal ein paar Bären töten hier. Ah, guck mal da. Hier in der Höhle wahrscheinlich. Hey, du Arsch. Upsa. Einer ist noch übrig. Aber das Bärenfell nehmen wir mit. Kann man vielleicht gebrauchen. Dankeschön fürs Licht. Ich höre an. Da ist er. Ja, hahaha. Jawohl, die Schrotflintenjagd haben wir überstanden. Hallo. Da. Auch meins. Ja, ach, sag nicht sowas. Mein Freund, das ist wirklich ekelhaft. Oh, Ausweg. Hier lang. So. Da sind wir auch wieder draußen. So, jetzt lass mal gucken, ob wir da irgendwas für herstellen können. Herstellung. Oh, da ist kein Ausrufezeichen. Also werden wir wahrscheinlich nichts herstellen können. Auch nicht mit den zwei Bärenfällen kann man nichts herstellen. Schade. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal wegen der nächsten Aufgabe. Die war... Oh, hallo. Bleib mal geschmeidig. Wir könnten hier unten gleich das nächste Viertel einnehmen. Würde ich schon eher sagen. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Kiste. Da oben haben wir eine Quest. Hier haben wir nochmal so eine Erste-Hilfe-Radtour. Da hinten haben wir nochmal verschollene Expedition. Da haben wir eine... Wie soll man... Ah, hier haben wir auch noch eine Quest. Verlorene Fracht, okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Und werden mit dem Boot mal fahren. Können wir nämlich hier gleich hochklettern, okay. Können wir nämlich gleich hier weitermachen. Hallo Kollegen, alles senkrecht. So Leute, ich will da nicht so dicht dran fahren. Ich habe Panik, dass die uns entdecken. So. Kommt, weil hier irgendwo hochkommen. Hallo? Gibt's denn hier keinen Weg nach oben? Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Ich weiß gar nicht, ob die Schrotflinte wirklich so schlau war mitzunehmen. Aber dann hätten wir jetzt erst wieder zurücklaufen müssen und da hatte ich keine Lust zu. Oh, hallo. Ach, scheiße. So.
Okay, dann nehmen wir mal das Fernglas. Löwe. So viel ist jetzt hier nicht. Jetzt müssen wir den Alarm mal suchen. Den könnte man einen Headshot geben. Okay, da ist der Alarm. Wenn wir dem hier einen Headshot geben, ob das einer mitkriegt, ich glaube nicht. Ein Königreich. Okay, haben wir. Okay, haben wir auch. Haben wir auch. Den haben wir auch. Jawoll! Ja, wie genial war das denn? Da habe ich ja mal richtig gut gestanden. Gut, dann werden wir hier den Viertel mal einnehmen. Oder auch mal looten gehen, besser gesagt. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. 3 von 34. Alter Schwede. Okay, haben wir. Hey, geh runter. Was sind doch jetzt hier noch welche? Nee. Das sind unsere, ja, das freut mich. Wir looten noch gerade alles hier. Würde ich mal sagen, da drüben ist noch eine Kiste. Oben. Hä? Hä? Ach, ins Haus. Ah, ist klar, dann gehen wir doch hier mal rein. Hier haben wir nämlich eine Kiste. Jawohl. Midi-Kit, sehr schön. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Far Cry 3. Mein Name ist Gabo. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.